Zum Navi der SC79 kann man verschiedene Ansichten haben. Auf dem Display des Navis auch. Hallo zu Hause in der warmen Stube. Hier draußen ist der Herbst nicht ganz so gemütlich, aber was tut man nicht alles für seine Fans? Zum Beispiel ein paar Aufnahmen vom Navi-Bildschirm machen. Denn einige von euch haben mich gebeten, mal auf die Anzeigeoption einzugehen. Und so soll es sein. Willkommen bei Gary Ulting. Nein, Leute, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Der Herbst lässt sich hier gut aushalten, denn die Klamotten sind warm und notfalls habe ich während der Fahrt ja noch die Heizung für Hände und Hintern. Videos zum Navi der SC79 habe ich ja schon gemacht, aber heute soll es nochmal ausführlich um die Darstellungsmöglichkeiten und die Bedienung gehen. Ihr habt es euch gewünscht. Und schon geht's los mit dem Aktivieren des Onboard-Navis. Der Navigationsbildschirm erscheint übrigens nach dem Einschalten der Zündung automatisch, wenn er zuvor aktiv war. Ist die Navigation angewählt, erfolgt die Auswahl der Funktionen im Stand, wie bei allen Anzeigen auf dem Multifunktionsdisplay, mittels Multifunktionsknopf oder während der Fahrt über den Vier-Wege-Taster am Lenker. Um auf das Navi-Menü und die Einstellungen zugreifen zu können, einmal Enter drücken. Die jetzt erschienenen Einstelloptionen schauen wir uns gleich genau an. Vorher gehen wir noch einmal zurück in die Grunddarstellung. Ist die Menüleiste nicht aktiviert, kann man die Karte mit dem Multifunktionsknopf bewegen. Drehen zoomt rein und raus. Und nach einem Druck, egal in welche Richtung, erscheint dieses Fadenkreuz, unter dem die Karte verschoben werden kann. So kann man sich einen Überblick verschaffen und ein Navigationsziel lässt sich direkt anwählen. Möchte man dorthin navigieren, einfach Enter drücken, dann Ziel einrichten. Man kann sich vorher auch POIs in der Nähe des auf der Karte gewählten Ortes anschauen oder diesen als Favorit oder Home-Adresse speichern. Während der Fahrt ist der Multifunktionsknopf deaktiviert und ein Verschieben der Karte ist nicht möglich. Das macht aber auch in Bewegung keinen Sinn, da man ja ständig nachjustieren müsste. Zoomen macht hingegen schon Sinn, um sich zum Beispiel einen Überblick zu verschaffen und das geht über die Hoch- und Runter-Tasten. Aber nur, wenn die Menüleiste deaktiviert ist. Das Ein- und Ausblenden der Menüleiste während der Fahrt erfolgt über die Enter-Taste am Lenker. Zuerst noch einmal der Hinweis auf den nervigen Stolperstein. Die Rechts-Links-Taster können nicht für das Navigationsmenü genutzt werden, da sie während der Fahrt fest mit der Audioanlage für die Sender- oder Musiktitelweiterschaltung verbunden sind. Das bedeutet, nach rechts und links geht's im Kartenmenü mit den Hoch- und Runter-Tasten. Die Anzeige der Points of Interest kann hier ab- und angeschaltet werden. Beim Rauszoomen aus der Karte erfolgt eine Deaktivierung übrigens automatisch. Die Lautstärke der Navi-Ansage wird über den Volumentaster vorgenommen. Wenn die Navi-Ansage gerade läuft, geht auch die direkte Regelung ohne Auswahl des Menüpunktes. Das Navi-Hauptmenü kann während der Fahrt natürlich nicht angewählt werden. Hier lässt sich das Routing zu einer gespeicherten Adresse, in der Regel die Heimat, direkt anwählen. Und hier kann die gesamte Routenführung abgeschaltet oder ein Wegpunkt gelöscht werden. Hier kann man umschalten zwischen der Dauer bis zum nächsten Ziel und der Ankunftszeit. Und hier kann man festlegen, ob die Karte immer genordet sein soll oder sich automatisch an der Fahrtrichtung orientiert, wahlweise in einer 2D- oder 3D-Darstellung. Den letzten Punkt kann man auch im Hauptnavi-Menü einstellen, welches sich, wie gesagt, nur im Stand anwählen lässt. Dazu geht ihr ins Navigationsmenü, auf Einrichtung, Karte, Ansehen, Einstellungen und dort auf Karte, Einrichtung. Wenn ihr wieder einen Schritt zurückgeht, lassen sich für die Navi-Ansicht der automatische Zoom und die Verkehrslage anzeigen. Wenn ihr die POI-Liste anwählt, könnt ihr auswählen, welche Points of Interest auf der Karte angezeigt werden können. Und davon gibt es eine ganze Menge. Sollte sich jetzt der Eindruck aufdrängen, dass ich gerne esse, stimmt. Dann lassen sich noch folgende Anzeigeoptionen bearbeiten. Die Wahl der Kartenfarbe ist Geschmackssache. Grau ist übrigens auch farbig.
Die Navi-Ansicht unterscheidet sich je nach gewähltem Führungsmodus dadurch, dass bei Routenliste auf der Karte noch ein sogenannter Führungsbildschirm angezeigt wird. Wie die Kartenfarbe ist auch das Geschmackssache. Die normale Kartenansicht in Verbindung mit Autozoom bietet nach meinem Empfinden alle Informationen, um jede Routing-Situation zu meistern. So, ich hoffe, damit sind die Fragen zu den Darstellungsoptionen des Navis der ST79 ausführlich beantwortet. Ergänzungen und Tipps natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und bei aller Verwöhnung durch Elektronik und Satelliten schadet es übrigens nicht, hin und wieder mal einen Blick in eine echte Karte zu werfen.